Die Korrosion von Metallen verursacht jährlich einen Schaden von 75 Milliarden Euro, allein in Deutschland. Um Rost zu verhindern, werden etwa Autos aufwendig lackiert. Doch der Ärger beginnt mit dem ersten großen Kratzer. Jedes Metall besteht Eisen aus einem positiv geladenen Gitter von Atomen, in dem sich negativ geladene Elektronen frei bewegen. In trockener Umgebung verbindet sich der Sauerstoff aus der Luft mit dem Eisen an der Oberfläche zu Eisen-2-Oxid. Diese Oxidschicht schützt das Eisen an völlig trockener Luft vor weiteren Attacken des Sauerstoffs. Rost kann so nicht entstehen. Anders sieht das jedoch aus, wenn Wasser mit im Spiel ist, etwa in Form von Regentropfen. Aus der Luft wandern Sauerstoffmoleküle in die Wassertropfen ein. Diesmal nutzen sie die Elektronen jedoch nicht, um sich mit den Eisenatomen zu verbinden. Stattdessen reagieren sie mit Wassermolekülen und den Eisenelektronen zu negativ geladenen Hydroxidionen, die sich im Wassertropfen anreichern. Um den Elektronenverlust auszugleichen, strömen nun Elektronen im Metall nach. An anderer Stelle im Eisengitter entsteht nun aber ein Elektronenmangel. Hier lösen sich einige der positiv geladenen Eisenatome aus dem Gitter und wandern in die Wassertropfen. Dort treffen sie auf die negativ geladenen Hydroxidionen. Aufgrund der unterschiedlichen Ladungen verbinden sie sich mit diesen und bilden zunächst das grüne Eisen-2-Hydroxid. Durch weitere Reaktionen mit Hydroxidionen, Sauerstoff- und Wassermolekülen entsteht eine Mischung aus Eisen-3-Hydroxid und Eisen-3-Oxid, die sich schließlich auf der Eisenoberfläche absetzt und dem Rost seine typische Farbe verleiht. Noch schneller läuft dieser Prozess ab, wenn sich Salze wie Natriumchlorid im Wasser befinden. Die Salzionen sorgen für einen Ladungsausgleich an den Reaktionsorten. Also die Orte, an denen die Elektronen verschoben werden. Dadurch fördern sie die Bildung von Hydroxidionen einerseits und die Freisetzung der Eisenatome andererseits. Das ist auch der Grund, warum Schiffe im Meerwasser besonders anfällig für Rost sind. Da Rost keine geschlossenen Schichten über dem intakten Eisen bildet, schirmt er das Metall auch nicht gegen weitere Angriffe durch Sauerstoff ab. Die Folge? Der Rost frisst sich immer weiter durch das Eisen, bis er es vollends zerstört.